Hey Leute, hier ist wieder mal euer The Devil Shorts und heute ein weiteres Video auf meinem Kanal. Ja Leute, heute gibt etwas Black Ops 4 und zwar spielen wir heute auf der Map EX und zwar zeige ich euch in diesem Video, wie Packet Punch funktioniert. Und zwar ist es ganz einfach, ihr müsst diese vier Statuen finden, wo diese Perks immer sind und die findet ihr meistens, wenn ihr von Anfang spawnt, immer diese Türen öffnet und dann die Treppen hochrennt, dann findet ihr die meistens immer. Auf jeden Fall, wenn ihr dann bei einer dieser Statuen seid, ihr müsst vier, wie gesagt, es gibt vier von diesen Statuen, dann ist bei diesen Statuen immer so ein Gong-Zeichen, also so ein Gong-Ding, wo man gegenschlägt. Seht ihr auch gerade im Hintergrund diese Tafel, genau die. Die müsst ihr aktivieren und wenn ihr diese aktiviert habt, dann kommen immer Bossgegner, zum Beispiel diese Tiger oder diese Fetten, die euch sehr viel Schaden machen. Also da braucht ihr auf jeden Fall sehr, sehr viel Muni oder halt eine starke Waffe, am besten gepuncht. Wenn ihr das dann aktiviert habt, dann lässt der Letzte, also wenn ihr zum Beispiel die Tiger erledigt, dann lassen die immer einen Kopf fallen. Und wenn ihr diesen Kopf, also wenn ihr diesen Kopf fallen lassen, diesen Kopf dann aufnehmen, ihr braucht von diesen Köpfen vier Stück, weil es ja auch vier Statuen gibt. Ihr müsst viermal diesen Gongzeichen aktivieren bei unterschiedlichen Statuen. Zum Beispiel jetzt im Hintergrund habe ich jetzt die andere Statue aktiviert. Und immer, wenn ihr diese aktiviert, kommen Boss-Zombies. Zum Beispiel gerade im Hintergrund kämpfe ich gegen zwei so eine Fetten, keine Ahnung wie sie gerade heißen. Kämpft ihr dann. Und wenn ihr die dann ausgeschaltet habt, dann lassen die zum Schluss auf jeden Fall immer einen Kopf fallen. Und dieses müsst ihr dann auch natürlich aufsammeln. Wie gesagt, vier Köpfe braucht man zum Schluss, um nachher das zu aktivieren. Wo das nachher ist, Packet Punch, zeige ich euch zum Schluss. Und ja, wie gesagt, das ist jetzt der dritte hier. Wenn ihr die Statue nicht direkt findet, einfach ein bisschen gucken, Leute. Weil das ist echt schon knifflig, die Map, weil ich muss gerade ehrlich sagen, ich bin auch öfters mal verrannt und musste auch echt viel suchen. Aber ich habe mich meistens immer an den Spawnpunkt gehalten und da, wo die Türen sind, also wo die Türen öffnen, dann immer die Treppen hoch, dann findet ihr das meistens immer. Und dann, wie gesagt, das Gongzeichen aktivieren, dann die Bossgegner töten und dann auf jeden Fall den Kopf einsammeln. Wie gesagt, vier Stück braucht ihr von diesen Köpfen, um nachher, Jagger sagen. Dann Packet Punch zu öffnen. Und hier sehen wir auch gerade schon das letzte. Da wieder aktivieren. Dann spricht der Maskenmann zu euch, dass ihr mit seinen Gegnern da anlegen wollt. Mit seinen Bossen. Dann kommen die, wie gesagt, immer schön für Muni kaufen, weil die schlucken auf jeden Fall sehr, sehr viel. Dann den letzten da töten. Und dann lässt er auch den letzten Kopf fallen. Und dann haben wir auch vier Köpfe, die man halt auch zum Schluss braucht. So, dann gehen wir zu Packet Punch. Das ist so eine Kugel, die ihr oben seht. So ein Himmel, oder keine Ahnung, was das ungefähr ist. So ein Himmel halt. Da seht ihr, da kann man halt schon aktivieren. Wie gesagt, wenn ihr drei Köpfe habt, geht das nicht. Ihr müsst wie gesagt vier Köpfe haben und das ist immer bei den Statuen, wo eure Perks sind. Da müsst ihr immer aktivieren und dann halt die Gegner töten. Dann habt ihr halt den Kopf. Ja, und dann aktiviert ihr das, dann ja, spießt der Kopf da auf, da wo die gerade runtergehen. Und dann könnt ihr auch schon ja, eure Waffe reinschmeißen. Für 5000 kostet das wieder. Ich finde das auf jeden Fall schwächer gemacht als wie damals. Damals waren bei Black Ops 3 waren die Waffen stärker. Auf jeden Fall, wenn man die zweimal puncht. Weil wenn man die zweimal puncht, kriegt man wieder Hochofen. Oder halt tote Leitung. Das hatte ich bis jetzt. Also ist auf jeden Fall schwächer gemacht worden. Man kann das auf jeden Fall nicht mehr so oft einsetzen wie damals bei Black Ops 3. Was ich ein bisschen schade finde. Ja, und hier sehen wir zum Beispiel unten rechts Brandbombe heißt das hier. Das könnt ihr so gefühlt alle 10 Minuten nur machen. Also finde ich jetzt nicht so stark. Genauso wie bei Tote Leitung war auch nicht so. Ist bei BO3 extrem OP gewesen. Hier aber finde ich nicht. Ich finde den Zombie-Modus sowieso ein bisschen schwerer hier in den Teil. Aber ich finde ihn auf jeden Fall besser als wie World at War 2. Ja Leute, wenn euch das Video dann gefallen hat, dann lasst gerne mal ein Abo da. Ich werde wie gesagt noch weitere Tutorials hochladen. Und ja, wir sehen uns. Bis dann, euer The Devil Shorts. Ciao.